Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Round the Land. Nachdem wir vor kurzem, vor ein paar Parts, hier hinten ein Secret Bossfight freigeschaltet haben, Falkenauge, haben wir jetzt wieder was freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, wie wir Falkenauge gekriegt haben. Ich glaube, es könnte sein, weil wir Bartholomew's Bär, also hier Kuma, überholt haben. Bin mir aber nicht sicher. Aber jetzt haben wir der Flamingo überholt und sind auf Platz 1 der Preisgeldrangliste. Es gibt niemanden mehr nach der Flamingo, sonst hätten wir das schon gesehen. Und wir bekommen eine weitere neue versteckte Arena, wo wir jetzt reingehen. Das wird jetzt spannend. Und zwar die große Oase. Und wen nehmen wir denn da? Am liebsten würde ich ja Sanji nehmen. Aber ich weiß, was mich erwartet. Und ich würde sagen, wir könnten die Zeit nutzen. Ich hoffe, das geht nicht schief. Und könnten eventuell Nami noch leveln. Also Nami wäre hier sehr sinnvoll. Ruffy wäre sinnvoll. Ich will auf jeden Fall Zorro mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich ihn brauche, aber er hatte diese Unterstützung, dass wenn er im Kampf, dass ich im Kampf jemanden übernehmen kann. Ich würde sagen, wir nehmen als Anführer. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Zorro als Unterstützung, so viel ist klar. Und ich glaube, Nami und Lysop sind hier nicht sinnvoll. Ich denke, ich nehme Ruffy, Zorro und Level hierdurch. Vielleicht ist sie ja nützlich. Oder der. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Lysop mit. Der braucht auch dringend Geld. Der hat weniger als Nami. Und beide spiele ich eigentlich nicht mehr. Ich werde sie aber irgendwie noch ein bisschen hochfarmen in den nächsten Parts. Muss aber nur gucken, wann. Aber hier, bitteschön. Deswegen habe ich Ruffy genommen. Wer wisst, ich lese nichts vor, was die sprechen. Shanks mit roten Haaren. Als ob er irgendwann andere Haare hat. Gut übersetzt. Okay, ja, ich habe jetzt Ruffy genommen. Aber ich weiß nicht genau. Ja, der wird sich genauso. Der wird. Au. Bei dem wird's. Oh, okay, ich kann ihn aber schlagen. Okay, er macht böse Kombos, ja. Okay, er schlägt ein, zweimal zu. Und dann macht er nichts, aber dann dodgt er wieder und dann boxt er mich sonst wohin, wenn er mich trifft. Ah, shit. Okay. Weiß noch nicht ganz, welche Strategie hier am besten ist. Aber ich treffe ihn schon mal öfter. Aua. Öfter als Falkenauge. Da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht aus Versehen treffen lässt. Aber er macht zwei Schläge. Okay, einen in meine Richtung, einen in den anderen. Und dann macht er diesen Sprintangriff, der richtig viel Damage macht. Aber er hat auch diese scheiß Dodges drauf, die Falkenauge dauernd gemacht hat. Oh Gott, ich hab echt kein Timing hier. Ich habe auch fett Respekt vor diesem Sprintangriff. Aber man kann ihn eigentlich im Gegensatz zu Falkenauge verletzen. So, jetzt machen wir mal das hier. Ah, shit. Okay, den letzten Schlag hätte ich machen können. Immerhin bin ich unverwundbar. Ach, schade. Ich versuche natürlich trotzdem den Attacken auszuweichen. Größtenteils. Aber ich nutze das jetzt hier schon ein bisschen hart aus. Aua. Ah! Aua. Und diese Lags auch immer, ne? Oh, ich habe ihn verletzt. Also. Oh, was macht er jetzt? Er trinkt Alkohol. So ein Scheiß. Das geht aber nicht. Er hat gerade einfach Bierkrug in der Hand gehabt. Ich glaube, er hat sich damit geheilt. Dann könnte es ein sehr langer Kampf sein. Vielleicht hätte ich Sanji nehmen sollen. Aber vielleicht mache ich die Kämpfe auch. Aua. Wer weiß. Gut, den gegen Falkenauge will ich ungern wiederholen. Jetzt mal sehen, wie lang. Oh, damn it. Jetzt mal sehen, ob der mit Shanks genauso lang andauernd ist wie der mit Falkenauge. Okay.
Oh, oh. Okay. Okay. Scheiße. Deswegen sollte man eigentlich den Einheitsmodus früher einsetzen, damit man ihn nicht als Last Resort braucht. Oh, mach das doch nicht, du Alki. Oh. Weil, wenn man nur noch einen Schlag aushält und dann gerade aus dem Einheitsmodus rauskommt, aua, dann hat man halt verkackt, wenn man ihn nicht rechtzeitig wieder einsetzt. Ah. Aber ich meine, eigentlich ist es super easy mit Einheitsmodus. Sollte man eigentlich keine Probleme mit haben. Zorro hat auch diesen Vorteil. Er kann mit diesem Angriff durch die Gegner durch. Aber wenn Ruffy seinen Sprintangriff macht... Oh, jetzt macht er richtige Kombos. Holy shit. Wenn Ruffy seinen Sprintangriff macht, dann bleibt er am Gegner stecken. Ja, chill, Junge. Aua. Okay. Oh, oh Gott. Oh Gott. Das war knapp. Nein. Ah, scheiße, da konnte ich nichts machen. Oh, 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 oh. Oh. Ah, ist der Assi, Alter. Der hat auch, der lässt einem auch kaum Lücken für den Angriff. Also im Endeffekt kann man sich schon, kann man schon sagen, der ist schon ein bisschen auf Dark Souls Level, wenn man keinen Einheitsmodus hätte. Oder wenn man bei Dark Souls Unverwundbarkeit machen könnte für, keine Ahnung, insgesamt 4 Minuten oder so. Oh, come on. Oh, nein, nein, nein. Na, okay. Nein, du trinkst jetzt nix. Oh, da habe ich ihm mal kurz... Ah, scheiße, jetzt ist er sauer. Habe ich ihm mal kurz das Bier aus der Hand gerissen, ey. Ah, oh, ich mache denselben Fehler. Okay, beide sind gated, aber ich glaube, das war's vielleicht schon. Ich glaube, die richtige Übersetzung wäre eher sowas wie, ihr habt es wirklich geschafft. So, jetzt mal sehen, wie viel Kohle der gibt. Ich hoffe, Lysop geht ein bisschen hoch. Ja, ja, doch, doch. Ich glaube, er hat Nami geholt. Das waren 5 Mille, ne? Moment, der hatte 222. Jetzt hat er... Ja, es waren 5 Mille. Ah. Ja gut, aber wenn man das ein bisschen farmt, er ist auf jeden Fall schneller und einfacher zu legen als Falkenauge. Dann kann man da schon ein bisschen... Gut, man macht es halt 20 Mal für 100 Mille. Wen müssen wir überholen? Ich muss gerade mal gucken, bevor wir weitermachen. Denn der Kampf ging jetzt zum Glück nicht so lange, dass wir da einen ganzen Part draus machen müssen. Wie bei Falkenauges Part, was ich aber erst im Nachhinein dann gemerkt oder gemacht habe. Ja, ich habe schon in den letzten Parts gesagt, was mein nächstes Ziel ist. Aber ich gucke jetzt mal kurz auf die Preisgeldrangliste. Und zwar müssen wir... Wir müssen noch 2 hier drauf kriegen. Das heißt, der niedrigste von uns muss 81 Mille überbieten, damit alle 7 gleichzeitig drauf sind. Dann haben wir nämlich Zoro, Ruffy, Sanji, Nami, Lysop, Chopper, Robin und The Flamingo, Kuma und Boogie und Boogie drauf. Genau. Und das geht nur, wenn alle 81 Mille überschritten haben. Sonst haben wir nicht alle drauf. Ich weiß nicht, ob da dann nochmal was passiert, aber ich glaube nicht. So, jetzt die Frage. Es gab welche, die nur Sanji erreichen konnte, aber ich glaube, das war eins, wo mehrere waren. Ich glaube, ich nehme einfach zur Sicherheit Zorro am Anfang. Ich weiß es nicht mehr auswendig, wen ich nehmen muss. Das war ein bisschen doof, da ich da nicht vor... Nee, ich habe bisher noch nicht einmal in den Videos nachgeguckt, wen ich nehmen muss. Ich habe es mir immer entweder gemerkt oder... Ja, oder hat es noch im Kopf, das ist dieselbe Aussage. Deswegen versuche ich hier nicht zu schummeln auch. Und deswegen nehme ich zur Sicherheit einfach Zorro. Da sind auf jeden Fall 3 Disses-Gebiete. Ich meine, das hier muss man 3-mal durchmachen. Ich habe jetzt auf jeden Fall bei Zorro, der kann die
schwersten Kisten nehmen, das wissen wir ja schon, aber wir rushen jetzt hier ein bisschen durch. Es geht schon los, jetzt will mich Sanji bestimmt gleich wieder heilen. Aber wie gesagt, wir rushen ein bisschen, wir machen ein paar Gegner platt, aber nicht unbedingt alle. Zoro macht auch eindeutig mehr Schaden als Sanji oder so, weil Sanji braucht, glaube ich, 2 Kombos bei denen. Und Zoro schlägt auch schneller zu. Also Zoro ist halt schon OP as fuck in diesem Spiel. Aber er ist halt für einen Jump'n'Run mit der schlechteste. Oh, Schwarzgott. Ja, ja. Wir sehen uns immer wieder. Versager. Schwarzgott war auch ein richtig assi Gegner, aber er trifft mich nicht, wenn ich meinen Angriff mache, weil ich da so niedrig bin. Aber Schwarzgott ist nicht zurückwerfbar bei den Attacken. So, jetzt können wir uns das mal kurz ansehen. Das habe ich letztes Mal verpasst, wie er einfach wegläuft. Und es war zerfällt. Ich dachte, er macht einen Köpfer oder so, aber nee, er springt einfach, er läuft einfach rein. So, hier ist... Stimmt, genau. Hier sind die Jungs und ich kann hier nicht mehr hoch, um die Kisten abzugeben gleich. Ja, ab hier nämlich. So, und jetzt weiß ich halt nicht hundertprozentig. Aber ich muss hier eh noch 3-mal rein. Ich weiß, eine Kiste kriegt praktisch nur Sanji, wenn man es verkackt. Und ich glaube, das könnte die da oben sein. Aber ich sehe es von hier nicht. Ich werde aber definitiv das nochmal mit als Sanji machen. Kannst du nicht vergessen. Aber es gab hier auch welche, die... Ja... Wofür, glaube ich, Zoro ganz schätzig ist. Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt mal. Ich denke, ich mache jetzt alle Level kurz mit Zoro durch. Da ist schon mal eine Kiste, okay. Die nehmen wir mal mit. Das wäre dann eine. Oh Gott, was ist denn das für ein Scheiß hier? Wir haben die Kiste jetzt nicht versenken. Funktioniert. Ah, weg. Stell das mal dahin. Dann kann ich hier auch drauf eindreschen. Okay. Oh, ich hab's nicht mal mitgenommen. Oh, jetzt hätte ich da beinahe reingeladen, ganz ehrlich. Nein! Oh, nervt mich halt, ey. Ich will nicht geheilt werden. Weder jetzt mittendrin noch am Ende. Ah, da ist er schon. Da kommt er schon raus mit seiner Brotzeit. Mann. Jetzt nehme ich sie besser auch mit. Okay. Jupp. Ja, ich denke, da kann man jetzt schon durchrushen. Muss dann halt im nächsten Run noch rausfinden, wo die letzten Kisten sind. Aber wie gesagt, ist mega mies. Man muss hier 3-mal durch, weil man alles nur noch am Eternaport abgeben kann an der Stelle. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Na gut, wenigstens sind wir schon an der Brotzeitstelle vorbei und der kann mich nicht nochmal heilen. Ach, halt die Klappe. Wir sind den ganzen Weg hier runtergefallen wegen der scheiß Speere. Oh. Ach komm, ey. Ihr seid so mies platziert, ganz ehrlich. Wichser. So. Entschuldigung. Kurz ein bisschen ausgetickt hier. Okay, weiter geht's. Ein bisschen Geld. Geld ist immer gut. Naja, eigentlich nicht. Es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Zoro hat doch eh schon Level Rang 1. Ja. Preisgeldrangliste 1. Ach. Du Pisser. So. Ich glaube, die eine Kiste war die oben, die man nur kriegt, wenn man entweder die ganze Zeit sich links hält, anstatt die Ballons zu holen. Oder wenn man Sanji nimmt, da kommt man, glaube ich, wieder hoch. Aber als Zoro kann ich das total knicken. Ja, das war klar, dass ich da Scheiße baue. So war es eigentlich auch nicht geplant, aber gut. Erstmal nach oben schlagen. So, wo ist die Kiste? Ich sehe sie nicht. So schlechte Orientierung hat er jetzt auch nicht. Na, oh, leck mich doch am Arsch. Scheißkerl. Mann, ey. Da ist eine Kiste. Okay, da ist auf jeden Fall noch eine, die kann fast jeder tragen.
Und da ist eine goldene. Okay. Dann nehmen wir die goldene und merken uns die silberne. Können wir jetzt eigentlich durch. Außer wir wollen die Gegner killen, aber das muss jetzt nicht sein. Und da ist ja schon das Ziel. Okay. Sehr gut. Ich glaube, das zweite Gebiet war schon der Mini-Boss-Fight gegen die ganzen Fischmenschen, statt das dritte. Ist ja meistens das dritte, aber auch nicht immer. Sollten wir also kurz mit, ich würde sagen, Sanji kurz durchkloppen oder mit Ruffy. Sanji ist halt nicht so praktisch, wenn er im Einheitsmodus über diesen Fallrückzieher, diesen Salto macht. Ach komm, wegen dem bisschen. Und gut, aber Sanji könnte noch ein bisschen wieder Unterstützungsdinger sammeln. Der gibt die eh nonstop aus. Dann nehmen wir vielleicht doch lieber Sanji. Aber er ist halt in Bossfights nicht so praktisch, weil sein im Einheitsmodus sein Last Hit nur trifft, wenn die Gegner schon nach oben werfbar sind. Da ist halt Ruffys Spezialattacke besser. Der ist die Gummi Kalaschnikow. Ich muss aber auch sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich ans richtige Gebiet denke. Deswegen nehme ich jetzt, glaube ich, für die nächsten zwei Level Ruffy mit. Ein bisschen Schiss habe ich, dass ich, ich müsste ja eigentlich nur im Kopf haben, welche Kisten es sind. Ich glaube, also Ruffy kann sich schon mal eher tragen als Sanji. Sanji kann ja Silber auch nicht tragen. Ruffy schon. Okay, es ist der Bossfight. Ja, dann haben wir jetzt halt Ruffy. Sollte er das halt machen. Aber ich glaube, eine der Kisten, die wir da noch brauchen. Aua. War eine goldene. Und die haben wir mit Absicht zurückgelassen, weil ich nicht so weit laufen wollte. Okay, der ist hinüber. Das ging schnell. Ja, deswegen ist der halt praktisch. Er ballert schon seine heftigste Combo rein. Scheiße. Egal, ob der Gegner schon hinwerfbar ist. Bei Sanji geht es wirklich nur richtig gut, wenn der Gegner schon verletzt genug ist, dass er durch die Luft fliegt. Du Arsch, das habe ich gesehen. Und da ist Schwarzgurt. Würde sagen, den machen wir auch gleich mit Einheitsmodus platt. Was eine Pfeife. Ja gut, Schwarzgurt sowieso. Die ist ja wie gesagt nicht zurückwerfbar. Macht Sinn bei dem. Und gegen Arlong benutze ich, glaube ich, diesmal eh Sanji. Okay, jetzt ist er wegschmeißbar. Und das war's auch schon. Damit wäre das Gebiet schon abgeschlossen. Dann haben wir noch zwei Gebiete und den Bossfight. Und wir haben Glück, wir brauchen keine Heilung. Weil ich bei Ruffy nur Einheitsmodus benutzt habe. Außer jetzt, ein bisschen risky war es schon mit den normalen Fischmenschen. Aber hat ja funktioniert. Dann würde ich sagen, die nächsten drei Parts, also inklusive Bossfight, machen wir im nächsten Part. Und dann haben wir vier Parts am Stück gemacht und können wieder bei Risen weitermachen. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.